Jetzt kommen wir zu dem für mich am spannendsten Teil des heutigen Abends, denn jetzt weiß keiner, was passiert. Jetzt kommen Ihre Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie uns reingeschickt haben. Wenn Sie jetzt hochschrecken und sagen, um Gottes Willen, ich habe es ja ganz vergessen, ich habe ja noch eine Frage, aber die ist noch nicht abgeschickt, dann wird es höchste Eisenbahn, aber dann haben Sie noch die Gelegenheit. Sie können uns weiterhin als Kommentar Ihre Frage schicken oder auch als E-Mail und wir fangen dabei mit den ersten schon einmal an. Und meine erste Frage richtet sich an den Herrn Streibel. Der User oder die Userin Charlene Over fragt: Wie bewerten Sie das Abhalten von Bürgerversammlungen unter 3G, wenn Bürger die Kosten für Selbsttests selbst tragen müssen? Stellt dies nicht eine Hürde bzw. Benachteiligung bestimmter Gruppen für die basisdemokratischen Prozesse dar? Das ist eine spannende Frage, mit der wir jetzt natürlich immer mehr auch konfrontiert werden. Generell müssen wir sagen, wir sind ja froh, dass wir Bürgerversammlungen wieder stattfinden können. Und generell, dass man auch wieder jetzt in Theater oder Konzerten gehen kann. Voraussetzung ist ja dann das 3G als eigentlich Minimum oder bei anderen Dingen, also für Veranstalter 3G plus, also das heißt mit einem PCR-Test. Und das andere wäre dann 2G. Bei einer Bürgerversammlung, wenn man dann sagt, nur 3G, wir müssen auch schauen, wie schaut das Klientel aus. Also es werden natürlich mit dem Zeitablauf immer mehr geimpft sein und immer mehr genesen sein, weil die Pandemie läuft ja weiter. Wenn man jetzt nicht einen tollen PCR-Test braucht, sondern wenn es nur auch mit einem Selbsttest geht, den man jetzt mittlerweile im Discounter für 80 Cent kaufen kann, dann glaube ich, wird da keiner daran gehindert, seine Grundrechte wahrzunehmen bei einer Bürgerversammlung, wenn er die 80 Cent für einen Selbsttest zahlen muss, den er dann da halt vielleicht vor und unter dem Vier-Augen-Prinzip abhalten muss. Da kostet wahrscheinlich die Straßenbahnkarte hin mehr wie dann dieser Selbsttest. Also da muss man, glaube ich, die Kirche beim Dorf lassen und muss schauen, wo muss ich dann was anwenden. Aber letztlich muss dann auch, also sagen wir, der Veranstalter für eine solche Bürgerversammlung dann das auch sicherstellen, dass jeder dann auch letztlich kommen kann. Was anders ist, wenn ich jetzt einen Privatveranstalter habe, der sagt, na ja, in meinen Disco, da dürfen nur getestet, also Geimpfte oder Genesene rein. Wenn der sagt 2G, dann ist das im Rahmen seiner Privatautonomie. Er kann also von seinen Hausrechten kann natürlich sagen, wen ich reinlasse und wen ich nicht reinlasse. Und von so her wird es da natürlich Unterschiede dann letztlich geben. Dann kommen wir zu unserer zweiten Frage, gerichtet sich an den Herrn Dr. Huber. Karin Schulte fragt: Welche Konsequenzen hat denn das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bezüglich der Ausgangssperre im Frühjahr 2020, die die Staatsregierung beschlossen hat? Das Thema hatten wir ja heute schon besprochen. Was folgt denn daraus? Man kann es ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ja, das wurde festgestellt, dass es rechtswidrig war soweit. Und ansonsten ist die Sache mehr oder weniger dadurch erledigt, weil das ist durch Zeitablauf ja geschehen. Aber es wurde festgestellt, und der Effekt, den habe ich ja vorher schon erwähnt, dass eine solche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs dazu führt, dass natürlich die Verwaltung, aber auch die Legislative überdenkt, wie in der Zukunft, wie gehe ich damit um mit vergleichbaren Situationen, muss ich jetzt sowas ändern im Hinblick darauf. Also, aber der Zustand als solcher ist ja abgelaufen gewesen. Aber es ist festgestellt worden, dass insoweit die Situation rechtswidrig war. Soweit ich aber gelesen habe, wollte die Staatsregierung möglicherweise in Revision gehen, wenn es möglich ist. Vielleicht darf ich da noch mal eine Nachfrage stellen. Wie verhält es sich denn beispielsweise mit Verstößen, die in dieser Zeit gegen diese Regelung stattgefunden haben, wenn man da jetzt Strafe zahlen musste, weil man draußen war, ohne triftigen Grund? Das ist die Möglichkeit, zu versuchen, das im Nachhinein wieder zurückgängig zu machen, was ja relativ kompliziert sein wird. Wenn es rechtskräftig abgeschlossen ist mit einer Bußgeld, dann ist es abgeschlossen. Eine mögliche Konsequenz, vielleicht zumindest. Aber das sind sicher Einzelfälle, die keine große Bedeutung spielen. Die dritte Frage geht auch gleich wieder an Sie, Herr Dr. Huber. Josef Bichelhuber fragt:
Halten Sie die Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften durch Maßnahmen wie 2G, kostenpflichtige Corona-Tests, keine Entgeltfortzahlung im Quarantänefall etc. für verfassungsrechtlich zulässig? Wird hierdurch nicht eine Impfpflicht durch die Hintertüre geschaffen? Also ich glaube, es ist verfassungsrechtlich zulässig, das zu machen. Es ist natürlich sein Minimum gegenüber einer ja über aller Orten diskutierten Impfpflicht. Ich glaube, es ist zulässig. Natürlich wird es auch, wenn es im Einzelfall darauf ankommt, von den Gerichten zu überprüfen sein. Es ist eine Möglichkeit, eine freie Entscheidung jeden Bürgers, den Weg zu gehen oder nicht zu gehen und die Möglichkeit des Staates, den Schutz der Allgemeinheit damit zu rechtfertigen. Wir machen weiter mit unserer nächsten Frage von Hedi Bug, richtet sich an den Herrn Streibel. Warum werden die Bürgerinnen und Bürger bei der Entscheidung über Corona-Maßnahmen von der Politik nicht einbezogen? Ja, die Bürger werden natürlich in dem Sinn eingezogen, dass wir eine repräsentative Demokratie sind und die von den Bürgern gewählten Vertreter in den Parlamenten und dann auch in den Regierungen sind ja deswegen gewählt, dass sie letztlich diese Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger umsetzen und beziehungsweise auch diese Entscheidungen letztlich treffen. Aber gerade auch jetzt in einer Pandemie, man muss natürlich eine gewisse Rückkopplung also mit den Bürgerinnen und Bürgern auch haben, aber letztlich ist diese Entscheidung durch die Wahl an die Abgeordneten, an die Parteien auch ein Stück weit auch delegiert worden. Also es wäre auch schwierig, jetzt eine Volksbefragung durchzuführen, die in dem Sinn ja auch nicht also in unserer Verfassung vorgesehen ist, um zu sagen, eine Maßnahme zu treffen, die also unter Zeitdruck steht. Also es waren ja auch gerade die Anfangsmaßnahmen, mussten ja sehr schnell getroffen werden, wie die Zahlen hochgingen. Und da also jetzt eine Volksabstimmung wie in der Schweiz durchzuführen, wäre schwierig. Also andere ist natürlich, dass jeder Politiker und dann permanent auch in Kontakt und Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist, vor allem weil der Politiker selber auch Bürger ist. Also man ist ja nicht irgendwo ein Alien aus irgendeinem Raumschiff, das also auf der Vega landet, sondern man ist ja Mitbürger. Und man kriegt ja gerade in der Pandemie hat man unzählig viele Anschriften, Anrufe, Gespräche gehabt, wo natürlich die Sorgen, Ängste, Nöte der Bürger gekommen sind und auch Vorschläge, macht's das doch so, macht's das doch so. Aber man muss auch nur zum Beispiel das man Präsenzunterricht. Die eine Hälfte der Eltern sagt, bitte macht wieder Präsenzunterricht, damit die Kinder in die Schule gehen. Die andere Hälfte der Eltern hat gesagt, bitte Distanzunterricht, ich mag mein Kind nicht dieser Gefahr aussetzen. Also das heißt, also man muss dann immer auch letztlich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidungsgrundlagen sind natürlich das, was man aus der Bürgerschaft auch wahrnimmt und hört. Das andere sind in dem Fall auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Expertisen, die an uns herangetragen wird. Und da aus dem Ganzen muss man dann letztlich auch eine Güterabwägung treffen und sagen, welches Rechtsgut muss ich jetzt mit welchen Mitteln schützen und welches Rechtsgut muss ich höherrangig einschätzen und welches weniger. Und welche Mittel und Maßnahmen sind gerechtfertigt? Also, und da war mal eigentlich das, was ja beim VGH-Urteil ja war, dass das eigentlich ein Übermaß war, dass man da übers Ziel rausgeschossen ist. Unter diesem Abwägungsdruck steht man natürlich, vor allem dann, wenn es heißt, naja, die Entscheidung muss jetzt eigentlich, sollte die schon gestern getroffen sein. Unsere nächste spannende Frage geht an die Frau Tietz. Vor allem deswegen spannend, weil wir sie bisher eigentlich immer eher andersrum gestellt haben, ob die Grundrechtseinschränkungen nicht unseren Rechtsstaat gefährden. Elisa M. fragt jetzt einen anderen Aspekt, nämlich sehen Sie unsere Demokratie bzw. unseren Rechtsstaat
durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Fake News zunehmend bedroht? Das ist sicherlich ein ganz schwieriges und großes Problem, das eben in unserer sehr kommunikativen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, in der sich Nachrichten und Meinungen ja auf allerleichteste Weise sehr weit verbreiten lassen, dass da natürlich auch solche Theorien weite Verbreitung finden und sich dementsprechend auch vervielfältigen können in einer Weise, wie wir es uns vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht haben vorstellen können. Ich denke aber, dass unser Rechtsstaat auch für diese Erscheinungsformen gut aufgestellt werden, denn Hass, Hetze und auch Verschwörungstheorien, Gedankengut, das im Internet verbreitet wird, in den sozialen Medien verbreitet wird. Das unterliegt natürlich den gleichen Regeln grundsätzlich, wie es, wie auch die analoge Welt sie dem unterliegt. Ob ich jetzt eine Beleidigung ausspreche gegenüber einer einzelnen Person oder ob ich eine Beleidigung oder eine volksverhetzende Äußerung in den sozialen Netzwerken teile, sie ist da wie dort gleichermaßen strafbar und vielleicht bei einer Äußerung in sozialen Netzwerken mit diesem Verbreitungsfaktor sogar noch strafwürdiger, als sie es im Zwiegespräch ist. Also wie gesagt, die Regeln, die der Rechtsstaat für solches Verhalten aufstellt, die gelten gleichermaßen, ob in der analogen oder in der digitalen Welt. Sie sind nur natürlich, sie haben eine größere Wirkung und sind deshalb durchaus gefährlicher. Aber eine ernsthafte Bedrohung unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats sehe ich darin nicht. Der Herr Streibel hat gerade die Hand gehalten. Sie wollten noch etwas hinzufügen? Ja, ich wollte zu dem Thema vielleicht noch einen Gedanken, also ich schließe mich der Ansicht von Frau Tietze an, möchte nur eines noch bringen, also es ist natürlich eine gewisse, vielleicht weniger für die Demokratie, aber eine gesellschaftliche Herausforderung oder Gefahr, denn man beobachtet das eine bei den sozialen Medien, wenn man sich nur noch aus diesen Medien ernährt sozusagen mit seinem Wissen, und man dann in einer ja, Echokammer oder Blase sich befindet, das, was dann darunter leidet, ist letztlich die Urteilsfähigkeit. Wenn man nur noch über eine Informationsquelle, die dann letztlich immer wieder das eigene Wissen oder die eigene Meinung widerspiegelt, kann man eigentlich schwer mehr Dinge beurteilen, wo man eigentlich sich mal in die Situation oder den Gedanken von anderen mal reinversetzen muss, dass man einfach sich auch aus mehreren Sichtweisen, also und von mehreren Standpunkten die Dinge betrachten muss, um da dann zu einem Urteil zu kommen. Und das, glaube ich, verlernt man in diesen Echoblasen des Internets. Das heißt also, dass sich, wenn man sich da nur noch drin bewegt, dass sich der Bürger letztlich fast selbst entmündigt. Und gegen diese Selbstentmündigung muss man natürlich auch davor warnen und auch, wir wollen ja den mündigen Bürger, der aber auch urteilsfähig ist und der sich dann letztlich über viele Quellen informiert und das dann auch letztlich auch beurteilen kann. Und da muss man mit dem Internet nach meiner Meinung vorsichtiger umgehen, aber das muss man, glaube ich, als Gesellschaft auch noch lernen. Wir haben noch eine weitere Frage an die Praxis, an die Frau Tietz. Karl Ammerstedt möchte wissen, halten Sie die Digitalisierung der Justiz angesichts der Anfälligkeit der technischen Systeme und der Sensibilität der Daten nicht für zu risikobehaftet? Das sind Aspekte, auf die wir in der Justiz großes Augenmerk richten müssen, gerade was die Sensibilität der Daten anbelangt und natürlich die bekannte Störungsanfälligkeit der digitalen Welt, der digitalen Kommunikation. Andererseits muss man auch sagen, die Justiz kann sich dieser Entwicklung, die es ja in den anderen Bereichen in der Wirtschaft seit, wie gesagt, eigentlich seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten gibt, nicht verschließen. Es wäre kurzsichtig und töricht zu sagen, wir bleiben aber mit unseren technischen Mitteln auf dem Stand stehen, der vielleicht vor 10 Jahren gegolten hat. Wir arbeiten tunlichst überhaupt nicht digital. Wir müssen ja mit
die Parteien, die bei uns auftreten, das sind ja Leute, die häufig heutzutage schon gewohnt sind, nur noch digital zu arbeiten und die überhaupt nicht auf die Idee kämen, jetzt beispielsweise irgendetwas schriftlich, gar handschriftlich zu verfassen und es uns dann in einem Brief zuzusenden, sondern für die es selbstverständlich ist, dass sie per Mail kommunizieren oder über noch modernere Kommunikationswege. Und weil eben das die Entwicklung in der Bevölkerung ist, im Leben ist, die auch nicht aufzuhalten ist, hat die Justiz bereits vor etlichen Jahren da auch einen entsprechenden Fahrplan auferlegt bekommen, dass wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr 2025 diese Digitalisierung auch abgeschlossen haben müssen. Bei aller Gefährlichkeit, da gebe ich dem Fragesteller absolut recht, bei aller Gefahr, die sich daraus ergibt, denke ich, wir können uns dieser Entwicklung nicht verschließen, denn die Menschen, die mit uns kommunizieren und denen wir, deren Rechte wir wahren sollen, die sind in diesen Medien unterwegs und wir müssen uns dementsprechend auch dafür wappnen und müssen da auch gerüstet sein. Und deswegen ist der Weg zu einer vollständigen Digitalisierung ein nicht mehr umkehrbarer. Eine letzte Frage haben wir noch, die geht an den Herrn Streibel und kommt von Helga W. Warum werden Entscheidungen über Corona-Maßnahmen von der Regierung und nicht im Parlament getroffen? Ich habe es ja vorher versucht zu erläutern, wie diese Entscheidungen letztlich zustande gekommen sind. Also es waren ja die Ministerpräsidentenkonferenzen und es war ja das Parlament durch die Regierungsfraktionen in diese Entscheidungen immer mit eingebunden. Es wurde abschließend im Parlament über diese Entscheidungen der Regierung auch beraten und das dann auch beschlossen. Das heißt also, wenn das Parlament anders entschieden hätte, dann hätte die Regierung das dann auch so nicht machen können. Also das war die Sache, das letzte Wort bei diesen ganzen Sachen hatte der Bayerische Landtag. Und das kam natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung kam es nicht so rüber, weil wir einen traditionsgemäß die bayerische Staatsregierung sehr prominent ist und sehr in der Öffentlichkeit sehr wahrgenommen wird. Und darunter leidet man natürlich auch im Landtag, aber das letzte Wort auch bei den Entscheidungen war der Landtag. Diese Entscheidungen sind natürlich vorher auch diskutiert worden, sind auch vom Ministerpräsidenten ins Spiel gebracht worden, aber die Hand haben dann dafür am Schluss auch die Abgeordneten gehoben.